Ja, Freunde, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Gothic 1 und ich weiß, man hört im Hintergrund ein paar Autos fahren. Gelegentlich auch ein LKW. Aber, ganz ehrlich, es ist warm. Wenn man in diesem Zimmer alles laufen lässt, der Sommer ist und die Sonne aufs Haus knallt, ja, das ist dann schon ganz schön scheiße. Aber wie gesagt, sonst kriege ich absolut einen Vollvogel und mein Headset ist ja da etwas hellhörig, ja, das nimmt ganz schön viel mit. Darum hört ihr das auch immer. Wenn ich den Lüfter anmachen würde mit dem Ventilator, würdet ihr das genauso hören. Was ist denn das jetzt hier eigentlich? Triggern die auch mal jetzt? Boah, ist ja richtig schneller. Na gut. Aushalten können die nicht. Aber dafür kommen jetzt alle an. Na kommt schon. Na gut, okay, viel Schaden machen sie auch nicht. Alles cool, alles cool. Was haben die bei. Oh, die haben drei Sachen dabei. Okay, einmal noch eins davon ist Fleisch. Die haben zwei Sachen davon verkaufen kann. Das ist sehr gut. Ich hoffe, davon gibt es noch mehr. Dann sind wir wieder stark. Noch haben die viel Leben. Aber das Einzige eigentlich, was mir hier Sorgen macht, sind die Orks, die hier überall rumkriechen. Das ist schon wieder einer. Orkjäger. Ich weiß nicht, na, nicht so richtig, wie ich in die kämpfen soll. Ich meine, die weichen nicht so richtig zurück, hat das Gefühl. Doch. Hallo! Er soll blocken! Da macht's nicht. Wow, also bei denen ist es echt scheiße, wenn die Steuerung dann mal sagt, nee, ich will jetzt nicht. Ist nicht so geil. Und ganz ehrlich, ohne diese Rüstung, also mit dieser leichten Söldnerrüstung, dann wird es niemals geschafft werden, wie zwei Hits zu werden down. Nicht machbar. Also machbar vielleicht schon, aber tausendmal laden und nur am Sterben, und das ist doch scheiße. Das ist doch echt scheiße. Komm her. Was? Da kämpft jemand. So, ich hol den jetzt weg. Das Ding auch nicht hingekommen. Ja, Mann. Ich mal. Da unten hat gerade was gekämpft. Das ist ja Balukoa mit seinen Templern. Nein, es ist nur ein Templer. Okay, das ist eine gute Taktik, die zu töten. Einfach nicht ankommen lassen. Oh Mann, der ist gestorben. Das ist scheiße. Ich hätte mich ein bisschen beeilen sollen. Richtschwert. Wie viel zieht man jetzt mal ab? Lächerlich. Lächerlichst. Wow, was ist das denn hier? Totenkopf. Und verschlossene Tür. Aber wenn die verschlossen ist, sind dann die überhaupt da drinnen? Ist das irgendwie ein Hebel oder irgendwas? Oh nein, das sind Winde. Alles klar. Ah, jetzt ist es auch offen. Schluss. Ach so, oh, okay. Naja, der Abschnitt. Okay, wow. Es ist finster. Hier, komm her. Da hinten ist noch einer. Leute, der soll erstmal herkommen hier. Ja, ja, komm schon. Will die nicht alle pullen, ey. Okay, es funktioniert aber auch nicht immer. Manchmal denkt die KI, nee, ich schlag doch nochmal zu. Okay, wie viele sind hier noch? Okay, erstmal an der Wand bleiben. Erstmal an der Wand bleiben und die Lage auskundschaften. Ganz sicher. Schnell Waffe gezogen.
Jetzt weiß ich nicht, ist das derselbe, den ich da gerade gesehen habe? Langsam, alles klar. Hammer. Komm schon. Ja, wenigstens ein bisschen Geld. Ja, 30, sehr schön. Okay, Seraphis. Also. So viel habe ich nicht mehr. Ich habe noch ein bisschen gebratenes Fleisch und boah, über 100 dieser komischen Pilze da. Ich glaube, es wird Zeit, dass wir dann die ersten Tränke nehmen. 6, wie soll ich denn nehmen? Scheiße, ich hätte mir ein bisschen Fleisch braten sollen. Ich voll Idiot, Mann. Egal, kann ich jetzt nicht ändern. Okay, jetzt wird erstmal alles abgesucht hier. Okay, haben irgendwelche Dinger drin. Hier hoch? Kann ich. Oh, Pilze. Wo mir? Hier. Was zum Teufel, was ist das? Boah, ey. Na, ein bisschen widerlich ist es ja schon, wa? Moment, ich will erstmal alles holen. Ich meine, wenn er nicht sterben soll, dann wird das Spiel ihn noch nicht sterben lassen. Und ich wette, dass diese ganzen Templer, ja, auch den Templer davor, dass ich den nicht hätte retten können. Da ist eine Mumie drin, oder? Die haben mir gerade Heiltränke gegeben. Also, werde ich jetzt gucken, wie ich da reinkomme. Oh, da ist ein Schalter drin. Ja, toll, der Schalter da drin, ja, super. Ich muss aber erstmal da rein, irgendwie. Hier ist noch ein bisschen Shit. Hallo, ich muss aufsammeln. Oh, ein Schatten. Nichts übersehe. Oh ja. Hier sind echt gut Tränke drin, also. Das muss man denen ja lassen. Da haben die Verstorbenen gut eingebettet. Die Orks. Ist klar. Hier ist noch was. Okay, das dauert jetzt ein bisschen, aber ganz ehrlich. Tränke umsonst. Also eigentlich nein. Weil irgendwann werden wir die sicherlich brauchen. Ich meine, weiß nicht, wie viel Leben haben wir jetzt. 206, oh, doch schon eine ganze Menge. Aber wenn wir irgendwie noch mehr haben sollten irgendwann, dann wird das ganz schön blöd mit den Seraphis, dass wir die ganze Zeit immer nur 14 bekommen. Das dauert ja viel zu lange. Und dann machen wir lieber einmal so. Ein paar umsonst kriegen, ja. Als sie nachher irgendwie für teuer Geld irgendwie kaufen zu müssen. Das ist natürlich doof. Vor allem, weil ich gerade knapp bei Kasse bin mit 59 Herzbrocken. Wäre das ziemlich... Oh ne, da war was. Ein Schalter. Ah, man muss anscheinend irgendwie... Aber ist ja auch einer. Anscheinend nacheinander alle Dinger irgendwie aufmachen. Das heißt... Jetzt ist irgendwas aufgegangen, ich weiß auch nicht was. Ist hier noch was? Ja, hier ist auch noch so ein Ding. Oh ja. Erstmal nach dem Schalter gucken. Schalter nicht da. Aber eine Mumie ist da. Okay, die hat nichts. Also es hat schon so eine leichte Gruselatmosphäre, so mit diesen ganzen Spinnenweben und alles ist alt und hier laufen überall Orks rum und wir müssen Mumien durchsuchen. Das ist wieder ein Schalter. Okay, der patrouilliert da.
Ich hoffe, der sieht mich jetzt nicht. Ich glaube sowieso, dass die KI Schwierigkeiten hätte, jetzt hier reinzukommen. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, ja, wenn ich jetzt vielleicht gebacksteppt, aber das lade ich halt nochmal neu. Wir hatten jetzt krass einen Schritt, aber na gut. Hoffe ich, der jetzt nicht getriggert. Schon. Ja. Sehr gut. Also ich spreche auch gerade ein bisschen ruhiger, war, weil das ein bisschen die Atmosphäre einfangen soll. Ich will nicht so, oh, voll geil, Mumie, Mumie, Schalter, nächstes Tor offen. Da ist jemand tot. Nein! Das war wieder das automatische Springen. Was normalerweise dieses normale ist, ist jetzt hier halt so ein riesiger Schritt nach vorne. Also, beziehungsweise ein riesiger Sprung nach vorne. Okay, ist das aufgegangen oder war ich hier schon? Hier war ich noch nicht. Ah, da ist wieder jemand. Hier wird jemand ganz schön verschwartet. So, Mumia. Was hast du denn dabei? Gar nichts, aber frech. Anscheinend nicht so wichtig, der Kollege. Und der umso mehr. Okay, kein Schalter, jedenfalls habe ich keinen gesehen. Ey. Moment mal, das war doch zu, oder? Das war auf alle Fälle zu. Oder? Nee, das war offen, oder war es nicht, dass das offen war? Ja, ist das, was offen war. Hier war auch dieser Pilz. Das war das erste Ding, wo ich reingegangen bin. Okay, jetzt müsste hier eins aufgegangen sein. Ah ja. Da ist auch der Schalter, den ich vorhin gesehen habe. Der ist doch gestorben. Oh, da ist noch einer. Ja, ganz ruhig, ich komm gleich. Ich muss ja noch kurz hier als Mumien Leichen schinden. Erstmal Leichen schinden. Okay, hier ist hoffentlich ein Jawohl! Und ich hoffe ja, dass es im letzten, wenn es das letzte sein sollte, noch was richtig Geiles drin ist. Da, weil man hat ja so ein Rätsel gelöst und nicht gesagt, boah, nee, komm nicht rein, Alter. Alter, und ich gehe selber weiter, Mann. Sondern hat sich die Zeit genommen, alle Mumie zu durchsuchen und alle Gräber oder was das auch sein soll, zu gehen. Hoffentlich gibt es jetzt eine schöne Belohnung. Okay, was hat er dabei? Amulett der Magie! Amulette sind immer viel wert, auch wenn ich Magie bis jetzt überhaupt nicht geskillt habe und auch nicht vorhabe zu skillen, denn bisher Magie ist so eine Sache. Die kann ganz stark sein, ja, aber hast du keinen Mana mehr, bist du am Arsch. Mit einer Waffe kannst du immer wieder zuschlagen und du musst nicht irgendwie dann sagen, oh nein, scheiße, wuh, erstmal weg hier, erstmal Mana-Trank trinken. Sondern, bist du am Arsch. So, ja, ich hab genug Fackeln. Komm her, Kollege, was sind zwei? Ja, genau, du hast mich gesehen. Komm her. Komm her und stirb! Nein! Nein! Nicht festbuggen, Mann! Ich hasse es, wenn er sich nicht bewegen lässt, ey. Da könnte ich kotzen, ey. Der nächste. Okay, der ist alleine. Hat noch nicht mal seine Waffe ge... Scheiße. Okay.
Stern. Wow. Thank God I'm alive. Krass. Okay, das war gut. Okay, das war aber auch wirklich, weil die ohne Waffe irgendwie ankamen und ich weiß ja nicht, ob das jetzt so gewollt war, dass man sich so dachte, boah, Mensch, ey. Gucken wir mal, ob er gut genug ist und die auch so kriegt. Um so ein bisschen einfacher zu machen, dass wir die mal keine Waffe ziehen und langsam auf ihn zugehen und erst dann ihre Waffe ziehen. Keine Ahnung, vielleicht war es gewollt, vielleicht war es nicht gewollt. Hat ja einfach nur Glück gehabt, ja. Also Glück auf alle Fälle, weil dieses Ding ist recht schlagen die ganze Zeit. Ist ja sehr effektiv, wenn man bei Pokémon sagen würde. Hier ist noch ein Templer. Also ich habe das Gefühl, dass sie irgendwie ja nicht so krass was gerissen haben. Und so wie das hier aussieht, irgendwie alle tot und da ist was. Da ist was, wollte Tim jetzt sagen. Oh, die verjagen den. Den Opa da. Kann ich aber nicht so lassen. Okay, aber dann lenke ich schön ab. Ich helfe dir. Ja. Wirklich in letzter Sekunde gekommen. Boah, Luca, haben ihn gefunden. Sehr gut. Koangar schickt mich. Habt ihr irgendein Zeichen des Schläfers gefunden? Bisher noch nicht. Aber was ist mit Iberion? Ist er wieder zu sich gekommen? Nein, er ist immer noch ohnmächtig. Wir müssen dem Rätsel dieser Höhlen auf den Grund gehen. Nach all den schrecklichen Verlusten kann ich nicht mit leeren Händen zur Gemeinschaft zurückkehren. Doch meine Kampfkünste sind sehr begrenzt und die Orks sprechen nicht auf meine magischen Kräfte an, so wie es die leichtgläubigen Menschen aus dem alten Lager tun. Wenn dich schon unsere Bruderschaft schickt, vielleicht könntest du mir bei der restlichen Erforschung dieser Gruft helfen. Okay. Ich habe tote Templer auf dem Weg hierher gefunden. Was ist passiert? Meister Koangar hat uns hierhin entsandt, um die Höhlen zu erforschen. Wir hatten nichts als muffige Grabnischen und halb zerfallene Mumien erwartet. Dann plötzlich bewegte sich die Dunkelheit und überall waren Orks. Ich weiß nicht, was sie hier suchen, aber ihr Auftauchen hier ist mehr als ungewöhnlich. Wo sind die anderen Templer? Tot. Ich habe sie unwissend ins Verderben geführt. Ich hoffe, der Schläfer wird mir das verzeihen. Klar. Ich werde dir helfen. Gut, sehr gut. Aus dieser Halle führen drei Stollen. Wir sollten sie alle durchsuchen. Geh voraus, ich folge dir. Das heißt, du kannst weder kämpfen noch mir irgendwie anders helfen, außer dass du unendlich Leben hast. Und das heißt, die beste Taktik wäre es, wenn es irgendwie geht, die ganzen Orks auf den zu lenken. Aber wie soll ich das machen, wenn ich vorlaufen muss? Okay, liegen zwei tote Templer. Kampfschwert dabei. Unnütz. Okay. Boah, Alter. Krasse Atmosphäre wieder. Also. Die drei Stollen. Werden wir in der nächsten Folge erkunden. Oh ja. Wir haben Balukor gefunden und ich finde, das ist ja schon mal was für die Folge. Wir haben uns hier durchgekämpft wie die letzten Mofos, ja. Und da würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein!